So, hallo, während der Download zu Ende läuft, grüße ich euch schon mal zu Cadence of Hyrule, der Demo-Version. Und damit ihr seht, dass es wirklich für mich alles komplett blind ist, starten wir praktisch, bevor das Spiel überhaupt auf meiner Switch gelandet ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie eines dieser Spiele gespielt. Es gibt ja, wie hieß das erste? Also das ist ja sowieso nur eine Zelda-Version praktisch von Necrodancer? Heißt das Ding so? Ich glaube ja. Ich glaube, es heißt Necrodancer. Und da muss man sehr rhythmisch sein. Also ich weiß nicht, ob das was für mich ist, deswegen möchte ich es mir halt mal angucken. Und da es jetzt eine Demo-Version gegeben hat, ihr habt es vielleicht im Mario Maker Part heute Morgen gesehen, wenn das so klappt, dass der gleiche Tag ist, da möchte ich das jetzt einfach mal ausprobieren und bin sehr gespannt, was mich erwartet. Ja, Crypt of the Necrodancer, so hieß das Ding. Also im Original. Neues Spiel. Einstellungen. Knopfbewegung, Jana, keine Ahnung. Ja, bitte Tutorials, unbedingt. Es ist ganz schön laut. Aber es muss es wahrscheinlich sein, ne? Ich mach trotzdem mal ein bisschen leiser. So. Latenzkalibri, ist das wichtig? Ist das der richtige Knopf, den ich drücken soll? Wenn das Triforce pulsiert. Ach du Schande. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt... Wenn ich es jetzt falsch treffe, dann mache ich das in der Latenz falsch, ja? Ja, keine Ahnung. Wird schon passen. So. Keine Ahnung. Wir spielen einfach mal. Wahrscheinlich habe ich es jetzt kaputt verstellt. So, neu. Every world has its evils. And when the balance of power is inevitably lost, it's up to the courageous and the wise to restore it. But sometimes, sometimes, they need a little extra help. Coole Grafik. Also jetzt ernst gemeint. So, wir sind also die da. Ist das Cadence? Hey, hey, du. Ich habe gesehen, wie du vom Himmel gefallen bist. Sah sehr schmerzhaft aus. Noch alles dran bei dir? Du bist ja keine Julianerin. Dann ist dir alles ganz neu für dich. Ich bin Trill. Schön, dich kennenzulernen. Okay. Sieht aus, als wärst du nicht verletzt, da bin ich erleichtert. Aber du kommst in keinem sehr guten Augenblick. In Hyrule gehen seltsame Dinge vor sich. Ich habe früher mal Hyrule gesagt. Aber ich glaube, das habe ich auch. Huch! Ah, ich habe schon eine Waffe, okay. Oh, da läuft schon das Main-Theme im Hintergrund. Übrigens, was ist das? Ach so, das macht er auf. Okay. Oh, Rubine, Geld. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu dunkel. Ich sehe kaum was am Fernseher. Aber das ist wohl richtig so. Da sind Baumstämme, da komme ich nicht. Ja, echt? Ich habe keine zündende Idee. Er muss hier anzünden. Ich habe aber kein Feuer.
Da links ist eine Treppe. Geh doch da mal hinauf. Oh, die habe ich noch. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Aha. Huch. Ah, ich habe das einfach so geöffnet, ohne dass ich. Ich bin einfach dagegen gelaufen. Du hast den Baum schon mit der Fackel verbrannt. Ach, das mache ich auch automatisch. Okay. Die Items, die hier angezeigt werden, nutzen sich ab und gehen irgendwann kaputt. Aha. Also sollte ich die anderen jetzt nicht anzünden. Aha. Das geht schon mal nicht. Warum bin ich jetzt da hoch? Was ist das denn? Ah, also gehe ich auf der anderen Seite hoch. Huch! Ich kann das verschieben, okay. Okay. What? Pass auf, dieses Monster will dir ans Leder. Hörst du dieses aufwühlende Musik? Ja, ja, diese. Wenn Gegner in der Nähe sind, müssen sich alle im Rhythmus der Musik bewegen. Achso, die kommen jetzt auch nicht zu mir. Die gehen jetzt... Ah. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich einfach spiele, wie ich spielen würde? Wenn ich einfach hinlaufe, so, hey... Ah, ich kann mich gar nicht bewegen. Beat verpasst. Aber es ändert, es passiert ja nichts. Aber gut, ja, ich verstehe jetzt. Versuchen wir mal, uns zu bewegen, ohne den Beat zu verpassen. Wahrscheinlich wird es in echten Konsequenzen haben. Dab, 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 dab. Aber ich kann also praktisch auch einfach stehen bleiben. Die tun ja gar nichts. Mache ich die dann auch automatisch platt? Ah! Ja, man merkt schon den Beat ja doch. Das Gute ist, dass Monster immer in bestimmten Mustern zur Musik tanzen. Sieh ihre Bewegung gut an, dann kannst du sie besiegen, ohne Schäden zu nehmen. Okay, aber von selbst bewegen... Ah, je... Ach so, andere bewegen sich schon von selber. Okay. Okay. Auch dieses Monster folgt einem bestimmten Bewegungsmuster. Es bewegt sich jeden zweiten Beat und nimmt immer die Arme hoch, bevor es springt. Ja, dann tschüss. Oh! Ich habe eine neue Waffe. Aber wahrscheinlich auch so eine, die sich abnutzt mit der Zeit. Wow, mit diesem Breitschwert kannst du drei Gegner gleichzeitig besiegen und sogar in die Ecke, um die Ecke herum angreifen. Ah. Es wird sicher praktisch sein, muss man bekämpfen, ohne sich direkt neben sich stellen zu können. Aber gut, aber das Ding nutzt sich wie gesagt ab, also das werde ich nicht immer haben. Okay. Ah, Bossraum oder was? Die aufwendige Musik hat aufgehört, jetzt wo die Gegner weg sind. Nun kannst du dich so schnell und langsam bewegen, wie ich. Okay. Ah ja. Ah ja, es ist jetzt wirklich ganz anders. Okay. Graben. Auch das mache ich wohl automatisch. Ja, ich bin dagegen gelaufen. So einfach ist das. Wenn ihr eine Schaufel in der Hand habt und wollt irgendwo graben, lauft einfach dagegen. Das geht automatisch weg. Das ist bei mir komplett normal, ja. Das weiß ich nicht, wir werden es ein paar rausfinden. Da drin ist dein Freund Link zu sehen. Aha. Dann gehen wir doch mal rein, wa? Hui! Klopp.
Hallo Link, oder auch nicht. Ah. Dies geht nur von der rechten Seite. Gut. Ich habe Link aufgeweckt. Okay. Jetzt lese ich übrigens gerade gar nicht mehr vor. Ich habe anfangs vorgelesen, ich bin immer so ein Hin- und Herwechsel. Das ist auch ganz schlimm. Also ja, das ist okay. Aber sie hat Link geweckt. Also viel ist noch nicht passiert. Wir werden eine Weile zu tun haben. Ich suche so lange nach einem Weg zurück in meine Welt. Man sieht sich. Jetzt bin ich Link. Gut. Ich will auch gar nicht Cadence sein. Das sieht irgendwie. Das kann ich überall machen, ja? Alles klar. Oh, der kann nichts automatisch kaputt machen. Der hat gar nichts. Der hat kein Schwert, der hat nichts. Das ist Link, wie ich ihn kenne. Ja, alles klar, wir haben nichts. Gut. Bin froh, dass Link hier, während du schlafst, ist in Hyrule einiges vorgefallen. Ich bleibe bei dir, um dir alles Nötige zu erklären. Ich bitte darum. Ich kann doch nicht mal das hier kaputt machen. Oh. So, was passiert, wenn ich den Beat verpasse? Nichts. Den ohne Beat-Modus. Okay, also für Doofies. Nein, 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 ich bin kein Noob. Nein. Lass mich. Aber anscheinend ist es bisher egal, ob ich mich im Beat bewege oder nicht. Hier wohnt übrigens Link. Wer es noch nicht gewusst hat. Okay, da ist ein Schild. Du hast den kleinen Schild erhalten. Er wird automatisch R zugewiesen und kann nur von Link und, keine Ahnung, wer das ist, verwendet werden. Ist das Cadence? Ich weiß es nicht. Ist zu klein von hier. Halt ihn vor dich, um geschossen zu reflektieren und Angriffe abzuwehren. Doch Vorsicht, denn dies kostet dich Ausdauer und funktioniert nur in Blickrichtung. Aber den kann ich einfach rausziehen, wie ich lustig bin. Oder einfach draußen lassen. Okay. Da ist ein Schwert. Okay. Ach, das war der Gegner. Wenn der letzte Gegner auf einem Bildschirm besiegt wird, lässt er Diamanten fallen. Im Gegensatz zu Rubinen und Schlüsseln gehen Diamanten bei einem Game Over nicht verloren. Du kannst sie in bestimmten Läden einsetzen. Wir haben ein Schwert. Aber das ist auch wieder nur so ein kurzfristiges, ja? Wait, das ist eine Höhle. Ich wollte aber da hoch. Ah, Moment. Ich kann jetzt ja das kaputt machen. Und dann kann ich da hoch. Kann ich nicht. Kann ich den Felsen da hochschieben? Jetzt ist er da. Kann ich ihn zurückziehen? Nein. Ich glaube, ich komme da nicht ran. Wir gehen mal in die Höhle. Ach, guck mal, da ist die schon wieder. Link war mein Name, ja. Hier, nimm diese Schaufel, die ich gefunden habe. Ich habe schon einige. Keine Sorge. Okay. Sie weiß nicht, wie sie hergekommen ist. Ist es mir aber auch egal. Wir treffen uns bestimmt nochmal. Immerhin bist du die Hauptcharakterin des anderen Spiels. Um das es hier geht. Also, ja. Wird wohl so sein. Guck mal, ich kann buddeln. Und da ist jetzt plus 1 Sichtradius. Aha. Aber das war's dann hier auch, ja? Diese Welt besitzt eine überraschende Ähnlichkeiten zu meiner. Zum Beispiel muss man sich, sobald Monster in der Nähe sind, zum Beat bewegen. Das war früher nicht so. Das war früher nicht so, Cadence. Glaub mir das bitte. Ich lüge nicht. Ach, jetzt ist er wieder hier. Kann ich den da hochschieben? Ja, nice. Herzteil. Sehr gut.
Wird mir in der Demo wahnsinnig viel bringen, aber hey. Dann kann ich doch jetzt auch hier drin Sachen kaputt machen, ja? Oh, da ist eine Truhe, das sehe ich jetzt erst. Teleskop. Du hast das Teleskop behalten, damit enthüllen sich dir mehr Gebiete auf der Karte. Ich habe keine Karte. Vielleicht habe ich doch eine Karte. Hä, indem du Plus? Ach so, das ist Plus. Nee, das ist mein Inventar. Ach so, dann gegebenenfalls L. Ja, verstanden. Das sind viele Plätze. Das sind verdammt viele Plätze. Und da sind unsere mit Energie wahrscheinlich unser Zeugs. Okay. Da ist der Schild. Der scheint aber dann fest zu sein, ja? Der hat kein Abnutzungsding. Ah, und die Fackel ist jetzt aber auch fest. Oder geht das dann wieder weg? Ich weiß es nicht. System. Also Karte wollten wir gucken. Dies ist deine Karte. Sie zeigt dir, wo du bist, wo du schon warst, welche Shika-Steine du aktiviert hast und mehr. Wenn du bestimmte Amulette findest, bekommst du sogar Informationen zu Gegnern, die du noch nicht besucht hast. Ach, das Teleskop ist ein Amulett. Ah, ja. Also das... Ah, deswegen sehe ich jetzt hier mehr. Wait, ist das jetzt nur die Demo-Karte? Oder ist das... Weil das... Also ich nehme an, der Bereich ist Demo. Und das alles andere ist... Oh mein Gott, das ist ja riesig. Was heißt Chica-Stein? Aber ich kann auch nichts machen. Ich kann die mir nur angucken. Okay, ja gut. Wir haben eine Karte. Aber wo geht's denn jetzt weiter? Ach so, ich kann ja hier. Ich kann ja hier raus. Erinnerst du dich an Octavo, den Musikanten, der dich hat einschlafen lassen? Nein, aber das war dann wohl der lilane Typ aus dem Anfang. Während du geschlummert hast, hat er den König eingesperrt und sich in Schloss Hyrule verbarrikadiert. Also ist Octavo der Böse. Das Siegel kann nur geöffnet werden, wenn du seine vier Instrumente der Macht besiegst. Also gibt es vier Dungeons. Link, wir müssen umherreisen, um diese Instrumente zu finden und zu besiegen. Wir besiegen Instrumente, okay? Hey, guck mal, ein Shika-Stein. Ah. Wusstest du, dass nach einer Niederlage bei jedem Shika-Stein zurückkommen kannst, wenn du den... Ach so! Das sind Speicher. Oh. Oh. Okay, ich bewege mich im Beat. Ich habe das voll drauf. Oh, ich dachte, ich kann da drauf. Wow! Oh, die teilen sich auf. Frech. Okay, jetzt ist alles normal. Was ist denn das? Was? Ah, zünd doch nicht alles an. Das verbraucht nur deine komische Fackel. Lass das. Da liegt was rum. Ah, nee, das hat mich jetzt verwirrt. Ah! Na toll. Jetzt ist wieder alles normal. Okay. Das wäre während des Kampfes wahrscheinlich relevant gewesen. So ist es jetzt völlig irrelevant. Achso, ich kann ja mal da reinlaufen. Hier ist eine Höhle. Manche Gebiete wie dieses hier kannst du nur mit Hilfe eines bestimmten Items durchqueren. Aber auch ansonsten gilt, mit kreativem Item kommst du schneller und sicherer vorwärts. Ah. Dann komme ich da jetzt noch gar nicht weiter, ja? Der fällt einfach rein. Dann komme ich da wohl noch nicht rüber. Wüsste jetzt aktuell nicht, wie ich darüber kommen soll. Okay. Ja gut, dann merken wir uns die Höhle da mal. Vielleicht kommen wir in der Demo ja dahin.
Manche Truhen wie diese sind versiegelt, bis du alle Gegner auf dem Bildschirm besiegt hast. Ja, das ist sowieso mein Ziel, wenn es da Diamanten für gibt. Ja, das ist kein Gegner, ne? Komme ich denn da hin? Wie komme ich an den ran? Ich bräuchte diesen Stein hier. Ah, das ist einfach nur... Tschüss. Really? Oh, ich hätte mein Schild. Das haut nicht hin. So. Wer bist du denn? Tot bist du. Wo ist denn jetzt noch ein Gegner? Treffer. Nein, nicht getroffen. Gibt's doch nicht. Komm, schieß. Eins vor. Dann müsste es passen. Yes. Okay, da ist mein Diamant. Ich sehe das. Guck mal, da sind so Risse in der Wand. Aber ich habe keine Bomben. Okay, das ist wohl schon ausgelöst. So, aber jetzt bräuchte ich nochmal was, um hier hochzukommen. Hier ist ja der Stein, aber der ist ja... Ach, der war am Anfang so. Okay, alles klar. Also ich kann das auch alles resetten. Das ist sehr gut zu wissen. Easy. Über Lücken schweben. Ja, dann ist doch klar, wo wir hingehen. Ah. Easy. Bogen. Du hast den Bogen gehalten. Weiß ihn auf dem... Halte den Knopf gedrückt, lass ihn auf den folgenden Beat los und triff die Gegner aus der Distanz mit einem Pfeil. Habe ich den jetzt schon? Ich habe ihn. Da unten ist er. Okay, kann ich es wieder zurückstecken? Ah, ich musste schießen. Okay. Gut, also auf den Beat, aber dann natürlich erst. Je länger am Stück du Gegner besiegst, ohne einen Beat zu verpassen oder Schaden zu nehmen, jetzt kommt der große Bonus, desto mehr Kraft sammelt die Beat-Anzeige. Aha. Solange du fehlerfrei spielst, hinterlassen besiegt die Gegner mehr Diamanten, deine Ausdauer erholt sich schnell. Ah! Die Gegner lassen wertvolle. Okay, das ist dann schon relevant. Habe ich keine Pfeile mehr gehabt? Ich war gerade verwirrt. Okay. Ja, aber was für ein Profi. Besiegt von blauer Exalfos. Ach, Exalfos sind das. Okay. Die gibt es auch erst seit Breath of the... Was? Wo bin ich denn jetzt? Zerbrechliche Ausrüstung und Rubine hast du verloren, aber der Rest deiner Items ist noch... Ah, wenn ich sterbe, ist mein Zeug weg. Bis auf die Diamanten. Ach so. Das ist ja schlecht. Und in diesem besonderen Laden kannst du deine Diamanten ausgeben, um dich auf deine Rückkehr nach Hyrule vorzubereiten. Das ist ja schlecht.
brauche ein Schwert, aber das ist zu... Ah, das ist der Flächenangriff. Ne, ein Schwert habe ich, oder? Ja, also ein Schwert habe ich. Okay. Das ist nicht zerbrechlich. Ja, ich bin doof. Das ist nicht zerbrechlich. Gut. Den Bogen habe ich auch. Schild habe ich auch noch. Okay. Also ist die Fackel weg? Die ich brauche, um Baumstümpfe anzuzünden. Und ich brauche die Schaufel. Ne, Schaufel ist... Ja. Okay. Gut. Jetzt kann ich irgendeinen von diesen Steinen auswählen, wo ich hin will. Dann will ich da wieder hin. Ach, jetzt ist wieder alles da. Oh, die Truhe ist auch wieder da. Ach so, stimmt. Die Schwebeschuhe habe ich ja verloren. Und solange ich im Rhythmus bleibe. Gib die ordentlich Zeug, ja? Cool. Ah, ja, jetzt habe ich es verhauen. Ah, verstanden. Jetzt ist egal. Gut. Ah! Kommst du runter oder nicht? Komm halt runter, du. Nein. Das war doof. Ich finde gut, dass wenn man hier runterläuft, die Anzeige so ein bisschen ausblendet. Ah, ja. Ich sollte nicht reden. So, jetzt aber weg mit dir. Oh, wir haben Bomben bekommen. Oh. Da war noch einer. Ah, war nicht so gut. Ich habe nur einen Diamanten bekommen, ne? Verwirrt Gegner. Muss ich das irgendwie einsetzen? Oder was ist... Ach so, das ist jetzt... Ah, das ist, Schriftsteller verweist sie, verwirrt Gegner in der Nähe. Kann nur einmal ver... Ah, okay, so ein Ding ist das. Gut. Aber jetzt haben wir eine Bombe. Genau eine. Die möchte ich mal eben hier ausprobieren. Ich habe da doch was gesehen. Oh, oh, oh! Mach das nicht automatisch, Link. Das geht voll schief. Nice. Oh, eine Bombe geopfert. Drei bekommen. Das nenne ich einen Deal. Bin ich dabei. So, jetzt kann ich da oben in den großen Dings rein, ja? Hier. Ach, das ist ein Laden. Ich habe feine Waren auf Lager. Ho, ho, ho. Aber ich habe kein Geld dafür. Kauft er gar nicht. Jo, Junge, was ist mit dir falsch? Ich glaube, im Original kann man den irgendwie, glaube ich, sogar angreifen. Was?
Müssen natürlich immer, wenn keine Kunden im Laden sind. Ob ich einen Terry kenne, klingt nach einem echten Ladenhüter. Ich habe feine Ware. Okay. Also angreifen kann man den hier nicht, ne? Okay. Oder kann ich... Ich traue mich nicht. Traue ich mich? Ja, komm, ist eine Demo. Oh, ich kann nicht. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ach du Schande! Okay, man kann ihn angreifen. Scheibenhonig. So, zack, zack und Abflug. Und das lief ja gerade echt gut. Wow, jetzt ist ja wieder alles da. Ah, nö. Gehen wir mal runter. Oh, jetzt ist er... Ah, ich verstehe. Jetzt habe ich den Beat schneller gemacht. Das war knapp. Was ist das? Ah, ich muss weiter, sonst verpasse ich den Beat. Okay. Hier ist jetzt aber überhaupt nichts Relevantes, ne? Weder eine Dings, noch eine Dings, noch eine Truhe. Sehe nichts Relevantes, okay. Da ist ein Haus. Gehen wir doch gleich mal rein. Hier gibt es Tränke oder was? Grün-Rot. Für 10 Rubine deine Zukunft. Meinetwegen. Wow. Ich habe viel gesehen, aber nicht meine Zukunft. Eine stehengebliebene Windmühle. Dein Schicksal ist es, sie wieder in Gang zu setzen. Ah. Da muss ich hin. Okay. Das ist, da. Also hier gerade weiter und dann da hoch. Okay. Ich gehe jetzt mal, es ist ja eine Demo, ne? Ich gehe jetzt mal hier nicht überall Stück für Stück langsam durch. Ich will ein bisschen was vom Spiel sehen. Ich denke, das kriegen wir auch so. Oh, da war tiefes Wasser. Ich denke, wir kriegen das auch so ein bisschen was vom Spiel zu sehen. Die Musik ist ja großartig. Aber was mache ich denn? Ach, guck mal, da oben ist jetzt das Ausrufezeichen. Weil ich da hin soll. Da ist die Windmühle. Und guck mal, hier ist alles normal. Ist das der erste Dungeon? Windmühle von Kakariko. Okay, sieht nicht aus wie ein Dungeon. Was ist das? Muss ich jetzt nachspielen? Nee, halt, erst hier. Oh Gott. I did it. Huch, klingelt schon der Wecker? Wir sind Morgenwurfel, aber diese Melodie bringt uns immer in Schwung. Oh, wir haben wohl etwas verschlafen. Danke fürs Aufwecken.
Hier nimm das, es wird dir helfen, wenn du den Fluss im Norden überqueren willst. Wusste ich bisher nicht, dass ich das will, aber cool. Dann will ich das wohl. Stoß nach unten. Warum hilft mir denn ein Stoß nach unten, um den Fluss zu überqueren? Du hast die Fähigkeit Stoß nach unten, sie muss keinem Kampfknopf zugewiesen werden. Okay, also das ist so eine Dauerfähigkeit. Lässt du dich auf einen Gegner fallen, springst du auf das nächste Feld oder... Ah! So wäre man auch über... Ohne die Schwebestiefel, so wäre man auch über die Dings gekommen. Verstehe. Erstmal alles kaputt machen. Wie man das kennt. Kann ich dies hier verschieben? Ist das ein Schieberätsel? Ich hab's geschafft. Ach so. Giftpfeile. Ah ja. Gut. Dann war das wohl das. Speichern? Keine Ahnung. So, Fluss im Norden, hat er gesagt. Halt, wo ist meine Karte? Da. Also hier hoch weiter. Komme ich jetzt gar nicht hoch, ne? Fluss im Norden. Wir gehen einfach mal hier rein. Diese Truhe besitzt einen Countdown, um sie zu öffnen, musst du alle Gegner besiegen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Ah. Ich habe halt jetzt gerade ein bisschen, ich glaube, ein Herzproblem. Oh, der hat auch eine Fernwaffe gehabt. Mist. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, hier hin teleportieren. Der hatte auch eine Fernwaffe. Ich sollte halt... Ich glaube, ich bin ein bisschen underpowered. Wir gehen einfach mal so durch. Oh, jetzt habe ich den Stoß nach unten jetzt noch. Wenn ja, wo sind... Da unten! Ach, hier sind Fähigkeiten! Oh, da gibt es aber auch viele. Yeses. Todesberg. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Ich gehe mal da rein. Tschüss. Oh, guck mal, wer hier ist. Mit Hilfe dieser Laute bin ich schnell hergekommen. Du kannst sie haben. Verwende sie, um dich jeden bereits von dir aktivierten Chica-Stein. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Sowas ist immer praktisch. So, und jetzt muss ich irgendwie... Ah! Das war jetzt der... Gut, aber ich habe gerade eh die Schwebe... Nee, ich habe die Schwebestiefel nicht mehr. Das war jetzt der Stoß, den ich genutzt habe. Zugbrückensteuerung, Pfoten weg. Alles klar. Dann will ich da jetzt wohl rüber. Wir machen das hier mal so einen kleinen Schnelldurchlauf, ne? Wie gesagt, es ist eine Demo. Ich würde das gerne in einem Part machen. Weil, wenn ihr sagen solltet... Oh, Mist! Wenn ihr sagen solltet, ihr wollt mehr von dem Spiel sehen, dann würde ich es ja sowieso komplett spielen. Aber um zum Reinschauen... Jetzt kriegt man schon den Diamanten, wenn man zu doof war, einen einzusammeln über die Zeit. Oh mein Gott. Okay, ich möchte gerne hier hin. Und dann... Ich nehme an, hier ist der Dungeon. Deswegen... Ach, guck mal, da ist sogar so ein Symbol. Ups. Guten Morgen. Ich nehme an, hier ist der Demo-Dungeon. Ich weiß es nicht. Ah, die ist schon runtergelassen. Das sollte man das dann vernünftig mal spielen. Muss man da natürlich ganz anders vorgehen. Vor allem dann echt aufpassen, dass man nicht stirbt, weil dann verliert man ja alles. Ein Tod ist hier ja wirklich dramatisch. Ach verdammt, ich komme gegen den nicht an. Ah, mit den drei Herzen ist das ungünstig.
Aber ich muss an dem irgendwie vorbei. Muss ich mit Pfeil und Bogen arbeiten. Kriegen wir hin. Oder mit Bomben. Mal gucken, ob das geht. Jetzt ist er da unten. Jetzt interessiert er mich nicht. Aua. Ich will das lesen. Ich habe eine Bombe gesetzt. Ich wollte das lesen. Das Lied. Ah. Ich habe eine Bombe gesetzt, ich Nuss. Ach so, weil er auf A jetzt Bomben setzt, weil ich die dahin gesetzt. Ah. Verstanden. Ja, das hält's ja nicht so klug. Aber ich kann auch hier rüber. Oh, das ist das falsche Feld gewesen. Ups. Ach so, jetzt bin ich so schneller. Ah, verstanden. Nee, da will ich nicht hin. Oh Gott, jetzt kommt der. Ich bin tot. Bin ich nicht. Bin ich doch. Ich will doch da nur schnell durch. Aber dann kann ich ja wirklich den anderen Weg nutzen. Dann kann ich ja hier rumgehen. Ja, dann kann ich auch hier runter. Komme ich gar nicht an dem Typ da oben vorbei. Oh, der wirft. Ah, ich habe eine Bombe schon wieder gelegt. Ah, ich bin so eine doof. Ah, ich bin so doof. Da muss man sich, das ist echt eine komplett andere Art zu kämpfen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Okay. So. Jetzt kommt der zu mir, das ist nicht so gut. Nice, der ist weg. Da ist der nächste. So, aber das Ding explodiert, ja? Also gehe ich dann weg. Okay. Ich gehe hier nur dran vorbei. Dem ganzen Schmuck. Oh boy. Da unten ist sicherlich nicht so günstig. Oh Gott. Hier geht's in den Tempel dann. Ah, oh, verdammt, ich muss mich da irgendwie vorbeimogeln mit meiner Nichtfähigkeit. Bin so schwach. Für die Demo soll man wahrscheinlich schon auch so ein bisschen sich erst hochpowern. Aber wir versuchen das mit 3 Herzen. Kriegen wir hin. Boah, wie schnell das geht. Ich muss mal gucken, wie das ist mit Zurücklaufen. Weil teilweise treffen die mich. Also manche Treffer verstehe ich einfach nicht so genau. Den zum Beispiel. Wo kam der her? Wait, was ist das denn jetzt?
kam die jetzt her? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. What? Ach so, und aus dem Wasser komme ich mit einem Dings gar nicht raus. Der weicht einmal aus. Okay. Eieieiei. Okay. Vielleicht sollte ich wirklich einfach vorsichtiger spielen. Was haltet ihr da? Oh nein. Vielleicht sollte ich ein Herz bekommen. Wenn der hier drin bleibt, dann würde der Stein, aber das tut er ja nicht. So, ich bin hier raus. Aber wo kam von die Platte? Da kam doch von plötzlich die Dings wieder her. Was sind so viele? Okay. Aua! Es war zu viel auf einmal. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Wahrscheinlich mache ich es mir auch wirklich extra schwer, indem ich jetzt hier so unterpowered hingehe. Ist aber auch... Der Stein liegt immer noch da! Oh. Ich kann das nicht einschätzen, ne? Unglaublich. Also der Stein bleibt. Okay. Oh, was mache ich eigentlich damit? Oh, was? Das ist ja voll gut. Okay, der haut ordentlich rein. Aber mit dem Stein kann ich die kaputt rollen, ja? Okay. Du blödes... Ich bin halt doof. Ist okay. Bam, 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 bam. So, wenn ich einfach stehen bleibe, dann... Ah! Wenn ich einfach stehen bleibe, dann bewegen die sich trotzdem alle, ne? Und zwar zu mir. Okay. Gleich tot. Sag ich ja. Boah, ich habe noch keine Ahnung, wie ich gegen größere Gegner ankomme. Eieieiei. Eieieiei. Brauche auch so eine Fernkampfwaffe. Das ist so ein Speer da oder sowas. Das wäre cool. Da würde ich ihn nämlich aus der Ferne schon angreifen. Wäre ich sofort dabei. Boah, ich bin jetzt schon gleich tot, ne? Vor allem ist das ein riesiger Raum. Bis man hier mal alle Gegner weg hat, ist es ja Wahnsinn. Das überhaupt? Der Rote ist halt dumm. Der wird mich gleich wieder machen. Oh nein, ich mach ihn. Oh, hier unten ist gerade nichts los. Oh, ich habe die Spinne nicht gesehen. Gott, wie lange nehmen wir eigentlich auf? Okay, schlecht. Ich wollte das eigentlich nicht so lange machen. Aber ich komme halt hier für mich voran. Es ist gerade nicht schön. Ich habe auch das Gefühl, ich lerne nicht aus meinen Fehlern. So, weg mit dir. Hat die mich von da oben jetzt gekriegt, oder was? Was gibt's da nicht? Die
die war doch auf der Wand. So brauchen wir gar nicht weitermachen. Ich brauche keine Diamanten, Rubine, ich brauche Herzen. Oh boy. So, jetzt kommt wieder der Teil hier unten. Die machen mich irgendwie von der Wand aus schon. Ah, nicht gut. Nicht gut. Okay. Aber ich verstehe schon, wenn man da jetzt dann entsprechend so einen Flächenangriff oder sowas dabei hat, ist das natürlich deutlich angenehmer. Wow. Aber hier komme ich ja auch nicht. Was will ich denn da unten? Nee, darunter will ich überhaupt nicht gehen. Besten wäre es, ich könnte immer ausweichen. Aber hier sind so viele da drüben. Dass es halt egal ist, wo ich hingehe. Ich werde immer getroffen. Okay, wir sind wieder hier. Jetzt kein Quatsch machen. Wir kommen rein. Nein! Ich wollte den Dings auslösen. Den Stein. Komme ich da jetzt noch raus und kann den Stein auslösen? Oder wo ist der Typ? Okay. Oh, yes. Oh, so gut. Sonst hätte ich da wahrscheinlich nicht mehr hingekonnt. Ach so, und hier ist jetzt alles normal. Das ist jetzt bestimmt der erste Dungeon, oder? So, das machen wir jetzt aber schnell noch. Ich hoffe, der ist nicht ganz so schlimm wie der Weg hierher. Was habe ich jetzt gesammelt? Beinschienen erhöhen deine Verteidigung und reduzieren so den Schaden, den du bei jedem Treffer erhältst, um 0,5. Das hätte ich bisher gebraucht, aber gut. Ist auch nur so ein nicht dauerhaftes Item. Ja, das ist ein Dungeon. Unschwer zu erkennen. Ah! Sobald Gegner in der Nähe sind, verstanden. Wow, das war vielleicht nicht so cool. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Au. Ich muss, aber jetzt hier muss ich bestimmt jetzt alle Gegner platt machen. Platt machen. Ja, eine Schaufel brauche ich schon. Glaube ich. Achso, ich starte direkt im Dungeon. Okay, auch in Ordnung. Kriege ich jetzt hier wieder meine Schoner? Die sind immer da, das ist gut. Sonst ist hier nichts immer da. Ja, gut. Also das ist das Einzige, was ich aktuell tun kann. Alles klar. Dann müssen wir jetzt mal hier vorsichtig durchkommen. Hä? Alles, was? Was ist jetzt passiert? Das war vorhin an, bin ich jetzt da noch reingesprungen? Was habe ich jetzt gesammelt? Kampffackel.
Ah. Wenn ich getroffen werde, kriegen die auch Schaden. Cool. Das brauche ich. Nützt mir nur nichts. Weil ich halt trotzdem tot bin. Ei. Aber heißt das, das wird immer neu generiert? Ja. Das wird immer neu generiert, okay. Ah ja, ich muss wirklich, wirklich mit Geduld rangehen. Ist halt für die Demo jetzt nichts. Ui, das ist alles zum Wegbuddeln. Ups. Okay. Das war ein besseres Schwert. Richtig? Glasbreitschwert. Fügt Gegnern auf den drei Feldern vor dir je 3 Punkte Schaden zu. Zerbricht, sobald du Schaden. Okay. Das ist heftig, aber ich werde es versauen. Der geht gar nicht kaputt. Was ist das denn für einer, der geht nicht kaputt? Aber das Glasding ist ja richtig krass. Okay. Oh, wieder alles neu. Aber diesmal komme ich hier nicht rein. Oh, hi. Ich kann halt... Ich bin halt zu doof auszuweichen. Das ist was, was ich echt üben muss, sollte ich das richtig spielen mal. Okay, so seitlich ist immer gut. Beziehungsweise auch wissen, wie die sich bewegen. Oh mein Gott! Da ist wieder so... Ah, ich verstehe. Die kann ich nur von der Seite angreifen. Also im Rücken. Von hinten. Okay, verstanden. Verstanden. Problem ist, es ist halt immer alles neu. Das heißt, ich habe teilweise keine Ahnung, wo die Sachen sind, die ich sammeln muss, weil ich immer wieder neu hier reinkomme. Komm mal her. Der kommt nicht her. Doch jetzt. Ah. War doof. Toll. Wann ist die denn mal jetzt? Ah, guck mal, wer hier ist. So, was haben wir denn hier alles? Ein Herzteil? Nützt mir hier jetzt nicht so viel. Graben füllt Ausdauer auf, okay. Sichtradius nach Combo. Ah. Nee! Oh, der hat ja Angst, der wird jetzt der Angriff. Wie viel kostet das denn? Warum kann ich das nicht kaufen? Sind das 80? Ich kann die Zahl nicht lesen. Egal. Muss wohl mehr als 60 sein. Hä? Ist der gerade da runtergestürzt? Da ist wieder so ein Bossraum. Will das nicht. Oh, da brauche ich einen Schlüssel. Der ist bestimmt im Bossraum, aber wenn ich jetzt in den Bossraum gehe, ich meine, das kann ich doch knicken. Ja, Mensch. Wie überraschend.
Oh je. Das ist echt gar nicht so einfach, ne? Ah, da komme ich nicht rein. Okay. Also man muss wirklich, wirklich viel taktischer vorgehen, als mir das lieb ist. Was ist passiert? Was für ein Ding? Weise sie erhöht für kurze Zeit den von dir ausgeteilten Schaden um 1. Naja, das nützt uns nicht so viel. Jo! Ich konnte nichts tun. Jetzt krieg ich immer den Diamanten. Weil ich einen habe, kriege ich keinen mehr. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da so anstellen werde. Alter! Hat nichts tun. Stirb. Karte. Ach du Sch. Ach, im Wasser muss ich zweimal. Okay. Das habe ich noch gar nicht verstanden. Aua. Deswegen im Wasser bin ich immer. Okay, im Wasser koppe ich zwei Ticks. Eieiei. Da ist eine Truhe. Jetzt hol ich erstmal den. So. Oh je, hier ist ja richtig viel los. Was bist du denn? Was haben wir jetzt? Was mit dem Schirm? Was? Ah, das ist wieder das Glaskurzschwert. Und hier ist er. Aber ich habe halt kein Geld. Cool für dich. Ja, cool. Ich bin halt tot. Ich komme nicht raus. Kommt die rein? Yo! Sick! Dir, was du brauchst. Gib dir, was du am meisten benötigst. Der goldene Schlüssel? Bestimmt nicht. Nice. Ring. Was? Wo ist der Ring? Reduziert erlittenen Schaden um ein halbes... Okay, cool. Oh, hier sind wir wieder. Aber das ist mal nicht so schlimm, der Raum, oder?
Oh, da ist ein kleiner Schlüssel. Den hätte ich vorhin gebraucht. Verliere ich den auch, wenn ich sterbe? Bitte nicht. Jetzt muss ich die Tür nur finden. Die sitzt ja ganz woanders. Oh no, so weit waren wir noch nie. Da ist die Tür. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall auf den... auf das Verwirrschild gedrückt. Jetzt ist wieder alles normal. Neuer Bossraum. Okay, um die kann ich mich kümmern. An die muss ich nur von hinten ran. Das ist alles. Ich weiß nicht, wie groß seine Reichweite ist. Nein, was mache ich denn? Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Problem. Ich glaube, so geht man das nicht an. Was machen meine Pfeile bei denen? Nix. Nein, ich falle. Oh nein, habe ich den kleinen Schlüssel wenigstens jetzt noch? Bestimmt nicht. Ah, verdammt. Was? Wo kam das denn her? Der war doch von oben. Glasschuhe. Sehr zerbrechlich, doch sie verhindern den gefährlichen Untergrund. Verursachten Schaden und negativen Effekt. Erhöhen den Schaden um 1. Was? Erhöhen Schaden um 1? Also meinen oder was? Hoffentlich. Nicht erlittenen. Ja, kaputt. Ach so. Ach, das ist... Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht wahrgenommen, ne? Was ist das denn da hinten? Habe ich den Schlüssel noch? Ich hasse alles. Das heißt, ich muss... Ja, ist direkt hier. Ich wollte gerade sagen, ich muss also... Oh nein. Aber wie kriege ich jetzt Energie? Oh, diesmal ist es nur er. Aber wie besiege ich den? So nicht. So besiege ich den. Da hat er was fallen gelassen, was ich erst sammeln sollte, ne? Das ist weg. Nein, das hier soll ich sammeln. Was ist... Wie? Turmschild? Fanghaken? Oder Kriegstrommel. Ist es egal, was ich nehme? Du hast den Fanghaken erhalten. Kann man sich das raussuchen? Ja?
Gegner betäuben klingt super. Setz mal das mal auf den Platz von den Bomben. Dann mache ich da nämlich keinen Quatsch mehr. Ah, okay. Ich hoffe, das wird jetzt aber gespeichert. Dass ich das soweit geschafft habe. Ich brauche Energie, Jungs. Dankeschön. Das ist nicht viel Energie, aber ein bisschen. Und jetzt kommt die zweite Ebene, ja? Okay, wie geht der? Ja, wie man ihn kennt. Okay. Ich dachte, ich kann ihn betäuben. Überhaupt nichts habe ich betäubt. Au. Oh, weh, ich muss jetzt alles nochmal machen. Oh, Gott sei Dank. Okay, also ist das in das zwei Ebenen, ja? Ich habe Kampf überhaupt nicht mehr klar. Das muss für jemanden, der das Spiel kennt, furchtbar sein, mir zuzuschauen. Ich habe da was vergessen übrigens, ne? Muss ich da rein. Also das mit dem Betäuben funktioniert schon mal nicht. Was ist das? Oh, das war dumm. Oh, das war richtig dumm. Nicht an dem Typ sterben. Ach, das war richtig blöde. Oh, an dem wollte ich eigentlich jetzt nicht sterben. Ich glaube, der Raum wäre okay gewesen, wenn ich mich nicht so angestellt hätte. Okay, 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 okay. Wir gehen wieder da hoch. Oh je. Den kenne ich nicht. Den dicken. Der ist bestimmt genauso. Ja, der hatte so ein Ding am Rücken. Wollte ich. Ich will immer was anderes drücken und dann geht's nicht. Ah! Das gibt's doch einfach nicht. So, erstmal alles hier aufräumen. Das war nicht das Aufräumen, von dem ich geredet habe. Diesmal geht's hier nicht hoch. Oh, wo kommt der denn her? Ja, tschüss. Aber da drüben ist ordentlich was los. Ich will da eigentlich gar nicht hin. Wo bin ich? Was? Wie ist das jetzt wieder passiert? Irgendwas hat mich teleportiert. Oh.
Oh nein, der braucht einen Schlüssel. Ist der da drüben vielleicht gleich? Das wäre cool. Nein, das ist... Keine Ahnung, was das ist. Glasring der Erhaltung. Sehr zerbrechlich, verhindert aber, wenn er ausgerüstet ist, dass alle anderen Ausrüstungsgegenstände an Haltbarkeit verlieren. Oh, das ist cool. Aber ist halt mit einem Treffer dann wahrscheinlich weg. Oh Gott, hi. Wow, hat er das Feld gerade aufgemacht? Ach, diese blöden... Oh, Junge. Wie gesagt, ich mach's mir hier gerade extra schwer, weil man hätte halt sich über die Zeit auch erstmal ausrüsten können. Auf dem normalen Feld. Ich wollte halt nicht. So, an ihn komme ich aber ran. Dankeschön. Ist nur noch er. Oh, yes. Da ist der Schlüssel. So, jetzt muss ich damit zu der Truhe kommen. Wo auch immer sie war. Das Problem ist jetzt halt echt, ich weiß nicht, wo sie ist. Ich wollte nicht... Was ist passiert? Erst hatte ich eine Bombe gelegt, ohne dass ich es wollte. Was, wieso habe ich jetzt eine Bombe gelegt? Wegen was? Jetzt ist der Schlüssel natürlich wieder weg, ne? Oh, ich könnte mich so in den Hintern beißen. Das ist passiert. Da ist ein Bossraum. Mist. Ach, ich bin so doof. Ich wollte ihn austricksen, aber er hat mich ausgetrickst. Oi, 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 oi. Gibt's doch nicht. Da ist direkt die Truhe. Muss den Bossraum finden. Sehe ich auf der Karte irgendwo, wo der Bossraum sein könnte? Warte, kann ich die Karte so? Das hätte ich mal eher machen sollen. Wo könnte der Bossraum... Oh nein, da drüben erst, ne? Ja. Da oder da unten. Käse. Oh, der hält zwei aus, auch noch. Ich darf nicht immer hinterhergehen. Oh, dass ich das nicht lerne. Ist halt für jemanden, der Crypt of the Necrodancer noch nie gespielt hat, echt eine komplett neue Erfahrung. Ich will halt das wie Zelda spielen und wie Zelda spielt sich das halt einfach nicht. Und deswegen wollte ich es ja auch ausprobieren. Aua! Spinner. Na, so muss ich das machen. Speer. Hat eine Reichweite von 2 Fe... Es gibt Speer... Oh mein Gott.
Oh mein Gott, ist das gut. Aber jetzt ist er kaputt. Oder? Ach, auf den Feldern lege ich eine Bombe, deswegen. Deswegen jetzt da vorne was explodiert. Da ist die Truhe. So. Man muss wirklich Stück für Stück einfach kämpfen. Sonst wird es halt nichts. Wait, hier ist ein Schlüssel, da ist ein Schlüssel. Was zur Hölle? Oh oh. Ich bräuchte Energie. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll, ohne mit der Energie. Es gibt irgendwo ein paar kleine Gegner, die ich... Ha. Kein Herz dabei. Oh Gott. Da nicht kämpfen, da gefällt's mir nicht. Komm hier runter. Mist! Ach! Das habe ich wieder nicht gecheckt, dass der jetzt angreift. Boah, 1,5 Stunden gleich. Das ist ja eine lange Demo. Ich habe es mir halt echt schwer gemacht. Ah, es war nicht so die beste Idee. Wahrscheinlich kommt man mit der Ausrüstung, die ich habe, da echt ganz schwierig durch. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ein Zelda-Spiel. Eigentlich sind die nicht so... Oh Gott. Okay, Glaskurzschwert. Da ist es kaputt. Da bin ich kaputt. Es geht so schnell. Also wenn wir das natürlich dann vernünftig spielen, ich würde es schon fast gerne spielen. Ich denke schon, dass ich es irgendwann mal spielen werde. Dann gehen wir das natürlich ganz anders an. Na, dann sammeln wir von Anfang an schön Diamanten. Dass wir auch immer schön uns leveln können. Eigentlich leveln aber halt. Oh, da ist der Bossraum. Also einer der Räume. Kompass. Den werde ich wohl behalten dann, ne? Was zeigt der an? Weiß ich nicht. Sehe ich hier auch nicht. Okay, cool. Aber wir haben ihn. Was ist das denn? Das geht gar nicht kaputt. Okay.
hätte halt gern mehr Energie. Ah, Mist, der da. Ah, oh, von da unten. Ach, Mann, wenn überall was kommt. Boah. Gibt's doch nicht. Ich bin echt überfordert bei dem Spiel. Unglaublich, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist schon ein interessantes Spielerlebnis. So, wie mache ich dich jetzt? Ah, das wäre die... So. Ich wollte gerade sagen, das wäre die Chance gewesen, dann habe ich es aber verloren. Ich raff es immer nicht, wann die angreifen. Das muss ich mal viel besser im Begriff sehen haben. Okay. Toll. Danke für nichts. Da unten ist natürlich Party. Wann greifen die denn an und wann nicht? Nee, oh mein Gott. Der hat jetzt überhaupt noch bisher gar nichts gebracht. Gut, das hat er mir gebracht. Vielen Dank dafür. Ach du! Ach du Schande. Ich muss echt darauf achten, wann die angreifen. Aber woran sehe ich das denn? Und ich muss es ja so schnell sehen, weil andere bewegen sich in dem Zeitraum ja auch. Ist ja eine richtige Herausforderung, dieses Spiel. Finde ich aber gut. Finde ich sehr gut. Danke! Der hat bestimmt seine Energie zurück jetzt, ne? Ah ja. Da ist der Bossraum. Etwas überfordert. Ja, aber jetzt während ich den einen angreife, kann der andere mich angreifen. Oh mein Gott. Das war doof. Muss hinter ihn kommen. So. Meine Herren.
Was ist das jetzt? Klebt automatisch, wenn du dich bewegst. Toll! Super! Genau das wollte ich! Genau darauf habe ich gewartet. Eine Schaufel, die die Gegner freilässt. Dankeschön. Oh, nie wieder Automatikschaufel. Willst du mich eigentlich foppen? Danke. Gott. Schlüssel! Ich muss mich jetzt mal wieder hier orientieren. Tschüss. So, Kleinschlüsselhammer. Aber. Entschuldigung. Den krieg ich halt nicht gespeichert, ne? Da ist noch eine Truhe. Oh Gott. Na danke auch. So, taucht er jetzt wieder auf? Hier. Oh no. Wie mache ich das denn jetzt hier? Okay. Ich wüsste, wo die Truhe ist, ne? Da ist die Hand in der Wand, ich sehe das gerade. Ja. Herz. Toll. Da ist sie! Du hast jetzt eine neue Waffe. Deine neue Waffe automatisch. Wusstest du, dass du jederzeit an einem anderen Waffen zurückwechseln kannst? Ja, da muss man sein. Wie neue Waffe? Habe ich doch schon. Kurzschwert? Ach, da unten! Langschwert! Greift über zwei Felder an und fügt die Gegner darauf einen Punkt Schaden zu. Das geht nicht kaputt, ja? Achso, dann kann ich kein Schild tragen. Okay, ich habe jetzt eh kein Schild eingesetzt. Haha, stimmt. Ich hätte ein Schild gehabt. Ups. Aber das klingt ja deutlich besser. Das gefällt mir deutlich. Behalte ich das jetzt? Oh, bitte ja. Bitte lass mich das behalten. Ich hab's noch, ne? Ja, so Sachen, die nicht kaputt gehen, behalte ich ja. Okay. Das ist natürlich eine Nummer. Das ist natürlich eine Nummer. Yes! Aber das ändert den Kampf komplett. Das ändert den Kampf komplett, weil ich jetzt zwei Reichweite habe. Oh mein Gott! Das ist das, was ich meinte. Ich habe es mir voll schwer gemacht, weil ich sowas wahrscheinlich schon draußen hätte sammeln können. Wahrscheinlich ist so ein Kleinschwert gar nicht so günstig. Okay, hier brauche ich einen kleinen Schlüssel. Wait, komme ich da durch oder werde ich dann in die Dings... Ich werde da in die Dings gezogen, ne? Ah, Mist. Ah, ich kann das verschieben. Das nützt mir ja nichts jetzt. Ist ja genauso kacke. Ja, jetzt kommt der Quatsch da. Wie kriege ich den denn jetzt weg?
Kommen jetzt alle hier weg? Hä? Was? Ach so. Ach so, entweder plus einen Schaden oder das. What? Da kam die Wand. Ah, Hand. Hand wollte ich sagen. Also nur ein halbes Herz jetzt, ne? Ist halt wieder Kacke. Da ist der Bossraum. Cool. Da ist mein Herz. Da ist mein Herz. Oh, es ist so gut mit zwei Reichweite. Seht ihr das? Seht ihr den Unterschied, wie ich einfach angreifen kann, ohne gefürchtet zu müssen? Oh mein Gott, es ist so gut. Okay, jetzt gehen wir den Weg zurück, ja. Weil hier komme ich ja nicht. Der Weg ist ja kacke. Der Weg ist ja für mich gesperrt. Nein. Oh, es ist so ein Unterschied. Okay. Wow, es ist völlig irrelevant. Ich gebe dir den großen Schlüssel jetzt. Oh, yes. Und ein Herz. Ah. Aber es ist mit so einer anderen Waffe, es ist komplett anders. Okay, jetzt können wir zum Boss. Das heißt, das Erste, was ich tun werde, wenn ich das mal richtig spiele, und ja, ich werde es richtig spielen, das macht richtig Spaß, ist, mir draußen eine vernünftige Waffe zu besorgen, bevor man sich an die schwierigen Sachen ranmacht. Das mit den drei Herzen war halt echt keine gute Idee. So, und das ist jetzt die erste Waffe, das erste Instrument, ja. Und das ist dann Octavo. Yo, die Hyrule gehört überhaupt nicht dir. Raus aus meinem Land. Ich werde dich erreichen, mein Freund, aber nicht mehr in der Demo. Glockenspiel. Ah ja. Glockenspiel. Ach so. Ich hab das falsch gelesen. Ob wir das mit drei Herzen hinkriegen. Erstes Down. Na gut, Down ist relativ. Der hüpft jetzt da aus. Warum? War nicht so gut. Aber ich habe ja mein Schwert noch, von daher ist alles gut. Jetzt brauche ich die Schaufeln ja auch nicht. Aber ich habe halt die Diamanten. Na gut, die kann man ja sammeln. Die kann man dann ja sammeln wieder. Oh, Brudi. Komm her, mein Freund. Soll ich das vielleicht... Das war knapp. Ah, ich hab nicht aufgepasst. Ist egal. Aber dann soll ich das vielleicht so machen.
dass ich die nur so angreife, dass die Köpfe dann relativ gleichzeitig abfallen. Na, dass ich alle so ein bisschen vorschwäche und dann, oh, lass mich mal was ausprobieren. Geht das von der Seite, dass ich mehrere mitnehme? Das ist nicht so, wie ich das gedacht hatte. Ja, das war dumm. Okay, nee. Das ist nicht so, wie ich das... War jetzt nur ein Test. War ein ernsthafter Versuch. Okay. Ei. So. Ach, kann ich hier vielleicht mein Dungeon-Item benutzen? Aber ich glaube, das ist kein so... Ah, shit. Nee, das ist kein so richtiges Dungeon-Item. Das... kann man nur für Sachen verwenden, aber nicht für die, unbedingt den Boss. Ich bin so doof. Ich achte auf alles Mögliche, aber nicht auf das, was relevant ist. Ufi! Aber gut, fürs richtige Spiel wissen wir dann, was uns erwartet. Was hat mich jetzt... Das war blöd. Es muss doch einer weg, weil sonst... Ja, sonst komme ich da aus dem Feld nicht vernünftig raus. Ein Kopf muss schon raus. Ein Kopf muss schon raus. Okay. Hi. Ah, das geht also doch. Ah, und dann kann man die doch besiegen, wenn die rausgehen. Okay. Habe ich falsch verstanden. Ich dachte, die fliegen dann da rum. Okay, ja, dann habe ich wieder alles falsch verstanden. Mensch. Ich dachte, die bleiben dann. Ich kann die doch besiegen, nachdem die abgehauen sind. Dann konzentriere ich mich schon erstmal nur auf einen immer. So. So. Oh oh. Komm her. Oder schießt noch. So. Nein, wie Nuss! Wie Nuss? Wie doof ich bin. Ich Nuss. Wie Nuss. Oh Gott, ich bin so durch. Wir haben ja schon 2 Stunden gleich. Nee, 1¾. Okay. Das wird ein langer Part. Wow.
Das wollte ich nicht. So. Wird doch gegen einen ankommen. Oh boy. Jetzt bewegt er sich auch. Verdammt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, geh wieder zurück. Ist okay. Boah, ist mit drei Herzen echt nicht so einfach, dieses Spiel. Wahrscheinlich sollte man es auch so... Oh Gott, nein. So sollte man es wahrscheinlich auch nicht spielen. Ja, jetzt hat der da hinten, ne? Ach, verdammt. Der Große war jetzt wieder der glaube ich, da angegriffen hat. Käse! Ich könnte ja... Welche war das denn? Wann, wenn nicht jetzt? Ah, habe ich die jetzt verschwendet oder kriege ich die wieder? Ah, das wird natürlich gespeichert. Schade. Aber die war sehr effektiv, ja. Also sie wäre sehr effektiv gewesen. Ah. Schade. Du sollst raus und nicht... Der geht halt nicht raus. Der greift ja halt weiter an. Der soll raus. Wie kriege ich den denn zum Laufen jetzt? Hallo? Muss ich dann so rum rauslaufen, wenn es nicht mehr geht? Was ist das denn für ein Quatsch? Das war ja komisch mit dem Wasser, ne? Der hat jetzt die ganze Zeit da angegriffen, weil er auf die Reichweite 2 ist. Und ist nicht rausgelaufen. Uff. Uff. Schon wieder. Okay. Das ist doch mal ein besserer Start. Na, 2,5 Herzen und es sind fast alle weg. Ach so, jetzt muss ich den noch angreifen. Ach so, die Köpfe sind gar nicht relevant. Sag das doch. Hey, wir haben ein viertes Herz, was uns in der Demo nichts mehr nützt. Nice! Sind wir unter 2 Stunden? Ja. Oh. Also ich hoffe, das schaut ihr euch auf doppelter Geschwindigkeit oder so an. Wenn ihr euch das komplett anschauen solltet.
So, es könnte dabei helfen, Octavo aufzuhalten, aber nicht mehr in der Demo. Aber das werde ich mir holen. Das macht richtig, richtig Spaß. Vor allem, wenn man dann sich vernünftig ausrüsten würde und vernünftig spielen würde, dann macht das sicherlich noch viel mehr Spaß. Oh Gott. Danke an der Stelle fürs Zuschauen. Ihr könnt ja schreiben, wie eure Meinung ist, ob ihr das sehen wollt oder nicht, aber ich glaube, ich werde es auf jeden Fall spielen. Weil doch, das hat Spaß gemacht. Auch wenn ich teilweise vielleicht genervt gewirkt habe. Aber das war nicht wegen des Spiels, sondern wegen mir, weil ich halt so doof war und alles mit drei Herzen spielen wollte. Das hätte man sicherlich, man kommt in der Demo bestimmt locker auf 7 Herzen oder sowas hoch. Mit den ganzen Herzchen und sowas, die es gibt. Und dann kann man sich draußen bestimmt noch andere Waffen holen und lauter Kram. Und das habe ich alles nicht gemacht. Und ich bin da durchgerannt. Weil ich dachte, oh, Demo, wird schon. Aber es war ungünstig. Es war sehr ungünstig. Man sollte sich da wirklich ausrüsten. So, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.